Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber... Ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Ich hab's gefickt. Gefixt. Gefickt. Ja, du, Hey, Akademiker. Und willkommen zurück zu Dead Island. Und ich muss halt direkt Raserei einsetzen. 3, 2, 1. Juhu. Bam, komm zu mir. Ah. Gib ihn. Bös. Nein, mir fehlt ein Gegner zur zweifachen EP. Mist. Egal. Oh, ein Nagel. Ein Nagel. Okay, ich habe keine... Ach genau, wir wollten gerade das Lager hochnehmen hier. Von den Typen, was auch immer. Halt von den Typen, verstehst du? Ja, von diesen komischen Banditen hier. Oh, du übersteuerst gerade. Ich pfeife nur. Ja, es übersteuert, aber ganz krass. Stell dich nicht so an, Mann. Kann man nicht hier drüber springen? Nee, geht natürlich nicht. Wir müssen oldschool außenrum. Wieso? Wie uncool. Ich bin einfach aufs Dach gesprungen. Ich dachte, wir können direkt durchs Tor gehen, aber... Was denkst du eigentlich, wer du bist, Mann? Ich geh jetzt an diese Waffe hier und schieß sie alle ab. Who do you voodoo, bitch? So. Hua. Alle tot. Au! Was liegt denn hier rum? Ein Einzelschussgewehr. Nice. Sie schießen mich ab. Mach irgendwas. Oh, vergiss es. Warte, ja, ich helf dir irgendwie. Sie sind schon tot. Sie sind schon tot. Ah. Sie sind schon. Also, sie. Ah, ich werde abgeschossen von irgendwo. Von irgendwo. Weil ich weiß nicht wo. Also, ich. Sie. Ach, da im Haus. Lauf und überleben. Töte ihn. Ich weiß nicht, oh, da. Hier, direkt hinter dir. Ja, ja. Okay. Du läufst da gegen eine Wand. Nee. Da ist der, glaube ich, nicht. Nein. Ja. Hier sind wir, glaube ich, falsch. Warte. Warte mal, wenn du sagst, mein Mikrofon übersteuert, wenn ich pfeife, dann passe ich das mal schnell an. Also dein gerade übersteuert auch ein bisschen. Ja, sag ich ja, deswegen passe ich das mal schnell an. Hoch? Da oben sind die. 500. War viel zu hoch eingestellt, oder? Er hat den Pegel wieder auf 100 geschraubt und jetzt ist er auf 30. Ja, ich wollte schon sagen. Also ganz am Anfang der Aufnahme, also vor der Aufnahme kurz, da ging es eigentlich. Aber danach ging es sofort irgendwie direkt. Ich weiß auch nicht, er stellt das immer auf 100. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war bei mir auch mal eine Zeit lang, jetzt ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber... Ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Ich hab's gefickt. Gefixt. Gefickt. Ja, du, okay. Wollen nicht näher drauf eingehen. Ups, ich hab mich selber in die Luft gelagt. Nein, ich hab mich selber in die Luft gelagt. Oh, nicht schon. Ja. Ach so, ich helf dir, ich helf dir. Oh. Wieso jag ich mich gerade selber in die Luft? I don't have any medikits with me. You don't have any medikits with you? That's not so good, man. Yeah. That's true. Sieht richtig aus, Mann. Ich geb den Typen eine Schrotladung ins Gesicht und sie sind tot. Warte, warum wundert mich das? Ich würde mal sagen, Biologie. Wieso wundert mich das jetzt eigentlich? Weiß ich auch nicht. Klar sind die tot, wenn die Schrotladung. Du blockierst mich schon wieder, Mann. Du bist ich hab so keine fett. Munition mehr. Du stehst im Türraum und bist so fett. Ja. Du blockierst mich einfach. Ich sag nur breit gebaut. Braun gebrannt. 121 Kilo Hantelbank. Übertreib mal nicht so. Okay, 100 Kilo Hantelbank. Ja, ne? Maximal. Maximal. So, hier sind echt viele Banditen, muss ich sagen, in dem Scheißlager. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass das ein Lager ist. Ach, hab mich schon wieder selber... Alter, Klaus! Oh, dein Ernst? Ich lebe noch. Ey, das ist ja auch ein scheiß Visier, Kim und Korn hier. So, tot. Alter, wie gehen denn diese Waffen hier ab? Oh, fuck. Fuck. Oh, kritischer Treffer, mies. Miese Aktion. Hier ist noch einer drin. Ich brech mal schnell durch die Tür. Ja, that's Alter, how we do it. Alter, hast du ein Kreuz, Mann. Wie du die Tür aufhauen kannst. Und wieder. Helf mir. Achso, geht nicht. Ach. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eigentlich ein Medikit dabei, aber... Wieder $100 verloren. Du bist jetzt schon das dritte Mal jetzt gestorben. Innerhalb von weniger als... Haben gerade erst angefangen, Herr Gott. Ja.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn da los bloß? Ich bin unkonzentriert, glaube ich. Was ist da los bloß? Reimt sich. Was ist da los bloß? Ja, stimmt, das reimt sich. Du hast echt eine poetische Ader. Mist, hier komme ich nicht durch. Und da komme ich auch nicht durch. So, Mist. Fertig. Schon wieder fast tot, aber fertig. Nein, du lügst doch schon wieder. So lüge ich. Fertig ist fertig. Kannst du nicht ungeschehen machen. Alles klar. Wenn du schlecht redest. Wie groß ist denn dieses blöde Lager? Wie weit denn geht das hier noch? Zu groß. Noch 90 Meter wahrscheinlich. Das Lager ist jetzt noch 90 Meter. 90 Meter lang. Ach so. Und fast genauso breit. So wie du. Du bist auch 90 Meter. Oh Gott. Das wäre ein sehr großer Mensch. Hier sind noch zwei Leute. Oh ja. Das wäre ein sogenannter Riese. Was lacht er denn so? Oh, da oben steht einer in der Ecke. Was? Verschanzt, ey. Hat sich verschanzt. Er hatte Angst vor uns. Aber richtig. Er hat sich geschämt. Wegen seines Aussehens. Er hat sich geschämt wegen deines Aussehens. Er wollte sich nicht anbieten. So zum Lachen ist das jetzt nicht. Du, das war ernst gemeint. Also ich finde, es ist ja eine Ironie. Oh man, that's how we do it in Funky Town. Yeah, Funky Town. Bitch. Kam hier rein natürlich nicht. Ach, ich komme nirgends so rein. That's what she said. Nee, warte, was? Oh, du gehst ja ab. Ist heftig, ne? Meine Waffe ist richtig aus, Mann. Ist richtig heftig. Du bist gleich schon wieder tot. Ja, stimmt. Aber sie ist richtig heftig. Oh, ja. Friss mal was. Bin ich gerade dabei. Ich sauf mir hier einen hinter die Binde. Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Fork. Gesehen? Warte, noch einen. Leider nicht gerade, nein. I need ammo. Richtig, I need a dollar. No. Also mal so gesagt, I need a dollar. I need a dollar. Oh nein, ich habe mich schon in die Luft gejagt. Das kann nicht wahr sein. Klaus. Das kann nicht wahr sein. Du hast nichts drauf. Gar nichts. Oh, schon wieder. Jedenfalls heute nicht. Ah. Ah. Ist das eigentlich dein Ernst, oder? Nein, ich denke, ich stehe immer weit genug. Ich meine, ich guck mal, ich stehe hier, ne, hier. Und da, warte, wo du stehst, auf den Kisten da oben, ja, steht so ein großes Fass drauf. Ja. Ich schieß da drauf, bin tot. Von hier hin. Hier vorne ist auch irgendwo ein Fass. Ich hab's hier. Ja, guck mal, das kannst du jetzt mal testen. Leg das mal hier hin. Nein, nein, ich habe keine Munition mehr. Dann teste ich das, dann schieße ich da drauf. Du stellst dich in halbwegs sicherer Entfernung dahin. Okay, hier. Hier, guck mal, hier ist gut. Nee, noch ein bisschen, ich stand noch ein bisschen näher, glaube ich. Alter, ich verliere viel zu viel Geld. Nein, Mann. Dachte, du bist so eine Pussy. God damn! Kann doch nicht wahr sein! Nein, du hast ja nichts abbekommen, oder? Bist nur zurückgeflogen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber trotzdem. Oh, geil. Oh, hier ist auch ein explosives Fass. Schnell weg, ja. Huh? Was ist jetzt los? Bin aus Versehen zu weit gelaufen. Ja, Spray noch mehr, du scheiß Made. Was ist das denn für einer? Eine richtige Made, ey. Der könnte auch MP7 spielen. Oh, oh. Grenade! Catch a grenade for you. Deo-Bombe. Schmeiß ich dir eine Deo-Bombe ins Haus und sie tot. Oh ja, das mache ich jetzt. Pass auf. Und dabei riechen sie auch noch. Schön. Warte, wo sind sie? Haben im sie Haus sich da hinten. Schwanz, ne? Ja. Einfach reinwerfen. Nee, warte, nee, wart mal. Ich mach die Tür auf erst. Mach du die Tür auf. Ich schmeiß rein. Drei. Warte, und. Ah. Ich werde angeschossen von irgendwo. Von da oben. Schieß auf das Fass. Achso, ja! Ja, doch gesagt. Ich hab nichts abbekommen, zum Glück. Hallo? Hallo? Ich hab keinen Ton mehr. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab keinen Ingame-Ton mehr. Wieso hast du keinen Ingame-Ton mehr? Auf einmal hat so Pupp gemacht und der Ingame-Ton war weg. Nimmt er denn noch auf? Ja, oh, Alter, da oben ist ein Endgegner. Warte, ich werf ihm eine Deobombe an die Fresse. Warte, ich. Kann ich da irgendwo hochklettern zufällig? Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich kann dich nicht tot retten. Schon wieder tot, Mann. Ich gehe jetzt mal in das Haus hier rein. Killcounter einführen. Sorry, Leute, aber ihr müsst die letzten Minuten noch ohne Ton. Oh, oh, fuck.
Irgendwas habe ich getötet. Ich bin mir nicht sicher, was. Ja. Ah. Okay, den hast du schon mal getötet gerade. Was? Ich gehe mal nach oben und schwinge meine Axt. Das kannst du gut. Oh, fuck! Fuck, Mann, ich bin tot! Der hat auf mich... Kannst du mir helfen? Bitte, ja, bitte, bitte. Ich habe ganz viele Medikits. Ja, dann komm mal an. Nein, geh nicht hoch. Alter, der macht vielleicht einen unnormalen Schaden, der Typ. Der hat einfach eine geile Waffe. Richtig krank. Auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Ja, er brennt. Kopf. Naja, die Waffe ist jetzt auch nicht so gut. Das ist eine ganz normale Waffe, die wir auch haben. Ja, aber er hat eine heftige Rüstung gehabt, der Typ. Das stimmt. Alter, ohne Ingame-Sound ist man richtig behindert. Wie lange ist er noch? Ich schau mal gerade nach. Sonst mach kurz Cut und guck nach. 5 Minuten ist noch. Ja, mach mal kurz Cut und guck nach. Okay, Leute, bis gleich. Tschö. Auf falsche Taste. Tschö. Ja, Leute, und willkommen zurück zu Dead Island. Jetzt wieder mit Ton, wie ihr hört. Vielleicht hören die das sowieso schon die ganze Zeit, nur du hörst das nicht. Ja, kann auch sein. Werde ich ja später noch sehen. Der Bauplan lag hier. Wo lag der? Hier. Ach, hier, Tatsache. Bauplan Phoenix. Dann schauen wir mal, was das so kann hier. Gesundheit, Klaus. Danke, Sven. Danke. Bitte. Bauplan Phoenix. Große Spaltaxt, große Universalaxt, Feueraxt, Wikinger des Südens. Aha. Und ich habe alle Zutaten dafür. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, gleich mal rein damit, ne? Was kann die Feinde in Brand setzen? Versenke sie tief in einen verrotteten Körper eines wandelnden Toten und du verwandelst ihn in eine wandelnde Feuersäule. Ordentlich fabriziert erhältst du eine echt tödliche Waffe. Ich habe eigentlich erst Giftverteilung drauf gemacht, auf die Axt. Aber Gift? Naja, ich finde eigentlich Feuers lustiger als Gift. Ich sehe überhaupt nichts. Wo bin ich denn? Aber ich kann das irgendwie nicht auf die Axt machen. Wahrscheinlich, weil ich da schon was drauf gegradet habe. Egal. Egal, jetzt kann es weitergehen. Hier liegt ein großes Medikit, wenn du das gerne aufnehmen möchtest. Und Granaten. Granaten? Ja, Granaten. Hab ich richtig gehört? Granaten. Granatos. Wo bist du denn? Wie bist du da hingekommen? Ich bin im Wasser gewesen und ich konnte mich nicht bewegen und dann... Hey, müssen wir nicht hier oben irgendwo lang? Nein, wir müssen da hinten aufs Boot, aber du kannst ja nochmal kurz zurückkommen. Ah ja, Tatsache. Also, dann schauen wir erstmal die Granaten. Schauen wir die, wo es die gibt. Wo gibt's die? Hier, wo ich stehe. Und hier ist das Medikit auch. Ach, großes Medikit, nice. Granaten. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar, deswegen muss ich was rausschmeißen. Yeah. Yeah! Was denn? Endlich was wegschmeißen. Nice. Ja, das schmeiße ich mal weg hier. Fallen lassen. Zack. Oh, Granaten. Kann ich die wohl in der Hand zünden? Bestimmt. Probier's aus. Das später. So, also von mir aus können wir das Boot jetzt kapern. Ja. Und 3, 2, 1 und yeah! Darf ich fahren? Nö. Oh Mann. Du bist noch zu jung dafür. Warte, habe ich den Timer gestellt? Naja, waren ja nur noch 5 Minuten. Ja, deswegen ja. Good job, ja, habe ich gestellt. Matutero. Cash. Good job, Fritz. Ist ein ziemlich großes Boot. Los, reden mit ihm. Hi. Well then, ready for a meeting with Moen? Natürlich. Wer? Mit Moven treffen. Moven? Suche Moven in den Sümpfen. Sehr einfach. Okay, let's go. Auf geht's. Ja, dann los. Also, ich fänd's lustig, wenn wir so ein Hovercraft hätten. Oder wie die Dinger heißen. Diese Luftkissenbutter. Ich find's gut, wenn man das wie in Resident Evil selber fahren könnte. Oder das, ja. so. Das wäre ja schon mal irgendwie ein Fortschritt, wa? So selber fahren, die Dinger. Das wäre awesome, ja. Irgendwie. Ich habe schon wieder vergessen zu gucken, was ich skillen muss. Egal. Tja. In diesem späten Stadium kannst du dich, glaube ich, sowieso nicht mehr so wirklich verskillen, oder? Naja, also...
Es gibt ja noch genug Skills. Was ist das denn für ein Bob Marley, ey? Scheiße, Mann. Ah, fehlt nur noch hier überall der Joint, Mann. Ja. Der Joint. Hier liegt ein Ausweis. Wo? Ach, da. Ausweis. Ich steck fest. Ich steck. Mach mal hier die Truhe auf. Ja. Rasantes ja. Einzelschussgewehr. Naja, ich hätte jetzt gelesen, rasiertes Einzelschussgewehr. Ja, das ist ein rasiertes Einzelschussgewehr. Oder ein rasierendes Einzelschussgewehr. Okay, dann sprechen wir mit Morgen, ihm, ne? Jeden Morgen benutze ich das rasierende Einzelschussgewehr, um mich zu rasieren. Matutero said you okay. And that's one but I trust. The bra from the radio has it wrong, okay. I don't know no way to any prison. Can't help you with that. Ja, natürlich kannst du uns helfen. Where the walking dead come from. And if you want, I can take you there. Deep in a jungle. A place where they do ugly experiments with God's creatures. This is where the corpses come from. This I know. You wanna go? Ja, wir wollen dahin. Immer noch. Was ist das bloß für ein Freak, Mann? Überprüfe die Situation im Labor. Yeah. Was für ein Labor? Jo, machen wir. Okay, then. Weiß ich nicht. Werden wahrscheinlich Zombies gezüchtet oder so. Oder Gegenmittel. Vielleicht ist da der Ursprung des Virus, Mann. Das wäre awesome. Das wäre nice. Also übrigens noch ein Medikit. Nee, oh, das ist eine gute. Der Timer sagt, wir haben schon wieder zu viel gezockt. Ich habe eine gute Cola. Eine Cola. Ich habe eine Cola. Können wir jetzt hier abbrechen oder? Wir folgen noch kurz dem Typen hier diese 33 Meter und dann ist vorbei. Achso, ja, stimmt, okay. Wenn das nicht wieder so ein, wie hieß er? Matutero? Nee, der andere. Ist. Joseph. Wenn das nicht wieder so ein Joseph ist, ist es wieder so ein Joseph. Soll ich ihn. Ich blockiere ihn jetzt hier. Er ist verwirrt, Mann. Er ist verwirrt. Lass okay, ihn ich gehe weg. Ah, okay. Lauf! Ach, wir sollen vorlaufen. Hör. Hast du dein Geschäft erledigt? Hat er es gerade gesagt, oder? Ja, Mann. Das stand in deutscher Übersetzung. Hast du dein Geschäft erledigt? Können wir jetzt. Zweideutigkeit. Yo. Leute, man sieht es hier im nächsten Part. Ja. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.